Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen oder unserem ersten Video Escape the Backrooms. Mit dabei ist Marlon. Was geht? Ich hoffe, das wird cool. Lasst euch mal einen Daumen nach oben da, pimmelt den Abo rein und ja, let's go. Okay. Was ist hier? Oh, Digga, du kannst einfach Rainbow spielen, Digga. Mach mal. Drück mal cool, Ding. Okay, jetzt guck mal, ich schon was esse. Achso. Wie kann ich das öffnen? Ah, mit F. That thing doesn't want das, us to escape. Genau, das Teil möchte nicht, dass wir den Ausgang finden. Fix it. Okay, du hast doch irgendwas reparieren sollen. Okay. Wir laufen schon zusammen, aber ich möchte ungern mal reinlaufen. Ja, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich nehme das zu leicht irgendwie. Irgendwie habe ich gerade keine Angst, erschreckt zu werden oder so. Und dann kacke ich mir gleich in die Hose. Sobald du tot bist, wir getrennt werden, Digga, dann ist auch von mir vorbei. Allein spiele ich nicht mehr weiter. Ich finde es eigentlich bis jetzt noch ganz gemütlich. Und noch ist es echt gemütlich. Aber irgendwie erinnert mich das ein bisschen an dem anderen, an das andere Teil, was wir gespielt haben. Ja. Jetzt. Oh, hier ist ein langer Gang und da hinten ist es dunkel. Ich glaube, wir sollen da hin. Ja, immer dahin, wo es dunkel ist. Ist gut. Ja, hier sieht es irgendwie richtig aus. Marlon, ach da. Ja, ich lebe noch. Alles gut. Hier unten ist ein Vent. Hallo, Marlon? Das kann doch nicht sein, oder? Ach, Digga, da, Digga. Wow. Ey, drück mal 10. Hast du ein cooles Teil? Ja, was steht bei dir? Mach mal nochmal raus. Du bist 257. Was bin ich? Achso, ja, das ist mir. Ja, geh auf die Knie. Ne, da kann man nichts machen. Gibt's hier irgendwie kein Licht? Haben wir keine Taschenlampe oder so? Oh, mit I kannst du dein Inventar öffnen. Ich hab tatsächlich nichts dabei. Ah, wir haben keine Taschenlampe. Ich glaube, hier ist es auch falsch, tatsächlich. Ja, doch nicht immer das Dunkle, ne? Ich würde sagen, wir fahren einfach die Backrooms-Taktik einfach irgendwie die ganze Zeit an der Wand entlang. Nee, ich finde, wir sollten uns aufteilen. Okay. Warte, hier ist noch ein Hinweis. Ey, ich hab den Zettel gefunden. Nee, ist der alte. Hä? Hier war doch nicht der Anfang, oder? Scheinbar schon. Das war's komplett. Ey, Martin, findest du nicht, das hier sieht ein bisschen komisch aus? Ich komm mal, komm, ich habe irgendwie Angst. Ich hasse es, durch Löcher zu gucken. Da werde ich doch gleich irgendwie durchgezogen oder so. Ja, hoffentlich. Na, lass uns mal hier lang gehen. Ja, ne, ich weiß, wo es lang gekommen ist. Ja, okay. Ich folge dir, still und heimlich. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo wir sind, Digga. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie dahinter gelaufen. Ja, hier verlaufen wir einmal im Kreis rum. Hier ist nichts. Digga, hier gibt es auch keine Kennzeichnung. Oh. Keine Kennzeichnung irgendwie an der Wand oder so, ne? Ja, gut, wir haben einen Vent gefunden. Ja, aber da war ja nichts. Ne. Ja, hier. Okay, wir haben es gefunden. Kann das irgendwie aufheben oder so? Ja. Ja, mit F. Oh, hier. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Oh mein Gott. Okay. Ah, wir sind die Leiter bauen. Einfach F drücken. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Ich dachte, das wäre der Ausgang, Digga. Ich wurde geprankt. Ich habe einen Pimmelschlüssel hier. Warte, kann ich irgendwie zeigen? Ne. Auf jeden Fall habe ich einen Schlüssel gefunden. Vielleicht müssen wir irgendwie eine Tür finden oder so. Oder das Vent wieder. Stimmt, oder zum Vent. Macht Sinn.
Aber Digga, frag mich nicht, wie wir zum Vent wiederkommen. Ich glaube, wir sind besonders gut. Wieder, doch, 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 hier ist der Vent, oder? Ja, doch, im dunklen Bereich war das. Hier rechts sollte das sein, ja. Aber nee, ist es nicht. Hä? Aber ich habe jetzt auch keine Tür oder so gesehen, weißt du? Oh, 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 oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Digga! Ich kann mich nicht davon verstecken. Oh mein Gott. Martin, wo musst du langlaufen? Ich will mich nicht umdrehen, ich glaube, es ist hinter mir. Martin, ich glaube, es ist hinter dir. Martin, ich glaube, du musst mir halt eine spielen. Du musst mir halt eine spielen, Martin. Ist der mit Sackgasse? Ja, ist mit Sackgasse, oder? Ich bin tot. Reingeschissen. Okay, okay, das ist natürlich jetzt. Das ist natürlich jetzt blöd. Irgendwie werden Walkie-Talkies oder sowas irgendwie cool. Marlon? Marlon? Marlon, bist du hier im dunklen Bereich? Ja, ich hoffe, er ist einfach nicht tot. Marlon? Ich mag das nicht. Nein! Nein! Bitte, ist das Marlon? Digga, du wurdest misshandelt, Digga. Deine Arme und Beine sind einfach weggeschnitten worden. Digga, das ist krass. Hier ist der das Ding gewesen. Na, ich kann hier aber auch nichts mehr machen. Das muss doch dann hier in der Nähe irgendwo sein. Das geht doch nicht. Na, ich muss sagen, jetzt wo das Monster hier irgendwo in der Nähe ist, aber verspüre ich einen leichten Druck. Irgendwie habe ich da jetzt nicht mehr so Bock drauf. Jetzt ja einmal. Da hinten ist noch ein Papier. Vielleicht sich auch mal die Papiere angucken. Aber auf den scheiß Papier. Warte. Das ist der Vent. Hä? Das ist der Vent. Wieso? Digga, hä? Jetzt muss ich nochmal diesen scheiß schwarzen Raum finden. Das wäre jetzt super cool, wenn es hier jetzt irgendwo kommen würde. Ah, anscheinend lag ich falsch. Nein, 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 nein. Also das hier handelt ich für ein Cap. Ich habe das Gefühl, das ist Cap. Weil eigentlich wurde der Vent als Escape. Ich weiß genau, dass ich jetzt hier diese Tür öffnen werde und ich werde sterben. Ich weiß es ganz genau. Ich werde mich nicht erschrecken. Ich werde jetzt einfach sterben. Was zum Fick? Ne, also das kann ich ja... was? Also das kann ich ja eigentlich nicht ohne Marlon machen. Ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Unterbrechung und wir sehen uns gleich mit Marlon. 6½ hours later. Okay, da sind wir wieder. Jetzt ist Marlon auch dabei. Gut, let's go. Du darfst jetzt hier anfangen. Du fängst an. Du fängst an. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich schaff das, ich schaff das. Ich schaff's first try. Oh mein Gott. Hier sind Seile. Marlon? Nein. Was ist da unten? Ich bin wieder Marlon. Im Level vorher. Was ist da unten? Ich bin im Level vorher. Ich glaube, ich kann dich retten, oder? Ja, ich kann dich retten. Komm her. Komm hoch. Wie? Kannst du irgendwie F drücken oder so da? Ja. Okay. Ja. Oh ja. Gut, gut. Macher. Komm, komm. Oh mein Gott, ja.
Warte, ich droppe dir dann auch mal sowas hier. Nimm mal hier auch, Marlon. Gut. Das sieht sicher aus, oder? Er smilet, er lächelt. Ja. Ich halte hier meine Karte. Diesmal darfst du vorgehen. Dann machen wir das. Ich sehe da einen nice Booty. Oh, es lädt. Wir haben das erste Level geschafft. So, wir haben das erste Level geschafft. Was ist hier? Marlon, hier ist noch ein Blatt wieder. Hier ist ein Blatt. Check everyone's ID, don't trust them. Oh nein, Marlon. Oh nein. Zeig mir deine ID, sofort. 257, okay. Aber Digga. Okay, wir bleiben einfach zusammen, okay? Ich hab auch die Stimmen imitiert. Bro, dann ist vorbei. Was ist hier mit den Türen? Hier ist was zu trinken. Mineralwasser. Na, da gönn ich mir meinen Sip. Ja, Mann. Erstmal hier schön ein kühles Bierchen. Ein kühles Blondes. Marlon? Einmal ID bitte hier. Ich will's noch. Bro, wenn hier jetzt irgendjemand steht, der so redet wie du, ne? Nein, nein, hier ist alles gut. Okay, wir sind jetzt hier am Looten, Digga. Marlon? Geh doch nicht weg, Digga. Okay, du hast auch gezeigt. Ich vertraue dir nicht. Ich war kurz unsicher. Können wir einfach wegfahren, bis hier in die Autoscooter fahren? Warte. Nein, geht nicht. Ich nehme den hier, ich nehme mir den Sportwagen. Nein, ich trinke noch ein Mineralwasser. Die Frage ist, was bringt das Mineralwasser? Hier ist ein Zettel. Oh nein, das ist ein Rätsel. Marlon, ich bin dumm. Ich schaff's, Digga. Die Farben der Autos, warte. Ja, die Farben. Nee, warte. Nee. Hä? Kann man die irgendwie schieben oder so? Nee. Nee, wie an der da wo ich am Anfang war. Ich mach hier mal die Tür zu. Da war so ein Zahlenschloss. Ja. Mit genau. Das ist genauso aus. Das Ding. Ah, Kennzeichen, ne? Genau das in der Mitte war da auch drauf. Aber die haben keine Kennzeichen. War das eine Farbenkombination? Es waren Zahlen und Farben, glaube ich. Ich habe es nicht mehr ganz im Blick. Ja, das heißt, wir brauchen auch noch Zahlen, oder? Ja, aber erst müssen wir das... Martin? Hä? Ja, ich bin das. Erstmal müssen wir das Rätsel hier lösen. Ich glaube, Marlon, das ist gar kein Rätsel. Ich glaube, es gibt ja Farben und Zahlen, ne? Und dann geht es von hier, von dem grünen Auto, das heißt grün-blau und blau-orange. Ich glaube, das ist der Code für die Farben. Okay, dann lass mal schauen. Grün-blau, blau-orange, Marlon. Ja. Grün-blau, blau-orange. Wo waren das nochmal? Hier hin. Grün-blau, blau-orange. Hier. Okay, warte, ich mach mal, ja? Grün, blau, blau, orange. Ja, sag ich, ich bin einfach schlau. Ein Genie. Ich glaube, hier kommt jemand. Ich bin einfach schlau. ID? Martin? Ich bin da. Ich höre dich gerade ganz schlecht. Okay, alles gut. Oh, Level geschafft. Kings. Nicht geschafft. ID? ID? Hier. Ich vertraue dir. Wende Mandelwasser, um deine geistige Gesundheit zu... Ja, also ich habe jetzt alles schon getrunken. Ne, ich hab noch. Mainhand hier, ich hab noch eins. Aber? Imagine, man muss drauf gucken auf die ID, ob da wirklich auf das Richtige steht. Ja, musst du auch. Bei dir ist 257, was bei mir? Osu halt, Osu, Ding. Tag, Steam Tag. Achso, das ist einfach Ingame-Name, achso. Ja, bei mir ist ja fragt sich Ausrufezeichen, deswegen gibt er mir Zahlen. Marlon, hier mal rein. Ah, hier ist Mandelwasser wieder. Sehr gut. Nimm dir auch mal hier einen Sip. Ich hab Mineralwasser, alles gut. Das Gefühl, das Schlagen wird immer lauter. Ja, ich glaube, die wollen jetzt so verrückt werden. Was machen wir eigentlich, wenn wir einen erwischen, der nicht wir sind, weißt du?
Das frage ich mich auch. Rennen wir dann einfach zusammen weg, oder? Ich würde sagen, warte. Ja, wir laufen dann einfach weg. Okay. Komm, Luke. Das ist wieder Mandelwasser. Ja, das ist wieder Mandelwasser. Ich habe das Rätsel von dem Level gar nicht gesehen. Ich dachte, wir hätten es bestimmt geschafft. Ich habe hier bis jetzt noch gar nichts entdeckt. Was ist da vorne? Ich dachte, da geht's raus. Marlon? Nein, 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 nein. Ich bin's hinter dir. Alter, ich dachte schon. Nein, da kommt er, da kommt er, da kommt er! Weg, weg! Weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Ich bin genau hinter dir. Ich laufe geradeaus. Ja. Ich mach einfach laufen. Einfach ins Haus rein? Einfach laufen. Irgendwann was weg. Oh mein Gott. Mann, lässt mich einfach alleine. Run for your life. Geh doch einfach weg. Bitte, Martin, kommt gleich durch diese Tür. Ich kann das sonst nicht mehr. Bitte, kommt gleich durch diese Tür. Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, ich kann nicht! Digga, geht das Typ Ding überhaupt weg? Geht das Ding überhaupt weg? Ich lauf einfach weiter. Ich lauf einfach weiter. Marlon, Marlon? Marlon? Komm rein, komm rein, komm rein. Marlon, Marlon, Marlon. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Oh mein Gott, ich hab's einfach geschafft. Ist da vorne. Ich glaube, es kann nicht. Ich glaube, es kann nicht hier reinkommen. Digga, oh mein Gott. Der läuft einfach auf uns zu. Wird mal einen Gönnergy trinken hier. Warte mal ganz kurz, was ist der Schlachtplan jetzt? Der Schlachtplan ist, dass wir irgendwo einen Ausgang finden müssen. Und der steht da vorne, wie so einer, der da steht einfach. Steht da einfach. Wir haben nichts gesehen, was relevant sein kann auf dem Gebäude, oder? Nee, bis jetzt noch nicht. Okay, also die Taktik ist einfach wegzulaufen, Marlon. Irgendwann wird er langsamer, dann hörst du keinen Sound mehr von dem und dann musst du dich verstecken. Du hast irgendwie auch Unlimited Power. Trink mal so ein Mandelwasser. Okay. War irgendwie beim Fahrstuhl noch ein Code wieder oder was? Können wir einfach wieder in den Fahrstuhl rein und wegfahren. Geht das? Warte mal ganz kurz, bevor du irgendwas drückst, warte. Nee, ne? Ich glaube, wir müssen noch einen Fahrstuhl finden. Wir waren ja da hinten noch nicht, oder? Da, wo es so gelb leuchtet. Ich laufe einfach hinterher. Ja. Da laufen wir einfach hinterher. Ich fühle das nicht mehr. Taschenlampe. Oh mein Gott. Ja. Warte. Jetzt mache ich mal in die Mainhand rein jetzt. Das ist Motto. Digga, also die Taschenlampe ist ja Scuff. Oh, oh, oh. Weg, weg, weg. Dann lass nach links laufen, ja? ID, ID. Irgendwie hat man, wenn man vor dem Monster wegläuft, hat man irgendwie Unlimited Sanity. Also kann man Unlimited laufen. Hey, Manu, hier ist nichts, Digga. Oh mein Gott, da hinten. Wir waren in der hinteren Ecke da hinten noch nicht. Da, wo er jetzt ist, waren wir noch gar nicht. Kann man hier irgendwie was machen? Nö. Hier, Marlon, glaube ich. Hier ist irgendwas. Ist das irgendwas Nützliches hier? Oh, er kommt. Oh nein, nein, nein. Weglaufen, weg, 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 weg. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Einfach laufen.
Ja. Einfach laufen. Bist du hinter mir? Ja. Okay. Guck, hörst du jetzt? Jetzt ist kein Sound mehr. Jetzt. Er jagt uns, glaube ich, immer noch hinterher. Wir nutzen uns mal die Chance hier ganz kurz. Hier links, komm. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Das kann nicht hier rein, glaube ich. Also nur, sag dir ehrlich. Oh, hier ist ein Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel gefunden, Marlon. Er ist noch an der Tür, glaube ich, oder? Ja, ich würde nicht riskieren. Mach nicht auf. Digga, lass kurz ein bisschen warten, Digga. Diesen oh, hier ist noch ein Schlüssel, Marlon. Nimm du den mit. Brauch ich. Okay, wir haben zwei Schlüssel. Aber ich habe nichts gefunden, was das irgendwie eine Tür oder so. Okay, wollen wir gucken? Okay, hier ist safe. Ja. Ey, wir sind jetzt so weit, Marlon, wir müssen es da schaffen. Ne, hier war nichts, ne? Was nee. Ist das hier? Ja, das bringt nichts. Hab ich auch schon geguckt. Einfach ab. Lass hier vorne mal in die Tür, da waren wir noch nicht. Oh nein, 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 nein! Oh, diesmal ist vorbei, glaube ich. Nein, nein, ich bin genau hinter dir. Lauf, ich verfolge dich. Oh, er ist sehr nah, ne? Er ist sehr, sehr nah. Oh mein Gott. Nicht anhalten, Marlon, ich bin genau hinter dir. Ja, immer schön die Kurven abschneiden. Wir sind jetzt hier bei Mario Kart. Digga. Oh mein Gott. Nein, ja, okay, stimmt. Geh nicht einfach rein. Er ist jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, machst du Augen hier, ne? Machst du Augen hier oder was? Ja, komm. Hä? Was? Das ist einfach Learn to Play. Lass in diese Tür hier vorne reingehen. Das ist die letzte Tür, die es hier noch gibt, Digga. Da muss was sein. Siehst du die da vorne? Ja, soll ich einfach reinrennen? Ja, komm. Oh, lass mich in die Tür. Dorf lag. Er ist hinter dir. Ja, hier. Okay, es war wirklich auch die letzte Tür, die es gab, Marlon. Ich hab aufgeschlossen. Du musst da hinten noch aufschließen. Ja, hab. Okay, GG. Ah, wir müssen gleichzeitig machen. Ah, hier sind noch zwei Schlüssel. Bro, gleichzeitig. Ah, vier. Hier sind noch, Marlon, hier ist noch ein Schlüssel. Marlon, hier. Chill mal. Gut. Da müssen wir alle vier gleichzeitig machen. Ich hab noch einen Schlüssel. Müssen wir alle vier gleichzeitig, hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, du machst die. Ah, jetzt. Oh, ja. Du musst es nur alle gleich haben. Was jetzt? Achso, oh. Neues Level. Ja, das sieht schon wieder ungemütlich aus. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier irgendeine Garn. Ja, werden die leer oder was? Nimm einfach mal mit. Ach nö. Ach nö, Bro. Ja, meine geht nicht mehr. Ja, dann nimm dir welche mit. Ich nehme einfach hier auch. Ah ne, ups. Hey, meine ist so schwach oder was? Ne, jetzt. Ja, die ist zu schwach. Du musst aber ein bisschen näher rangehen. Der Geist ist einfach ein bisschen dunkler. Marlon? Ja. Okay. Ich glaube, es gilt immer noch mit der ID, ne? Ich glaube auch. Das ist gar nicht so bequem gerade. Hier geht's runter. Aber da wollen wir erst noch oben weiter abchecken. Diese Tür geht nicht auf, Marlon. Wir müssen uns diese Tür merken. Lass die anderen einfach auflassen, okay? Hier ist noch eine Tür. Marlon? Okay. Ja, okay. Hä?
Hast du es auch gehört? Ja. So ein Einatmen. Da kommt wer? Ja, okay. Dann müssen wir wohl runter, Marlon, hier vorne. Hier. Yeah. Okay. War nicht hier. Hä, war das nicht irgendwo hier? Hier links, hier rechts, ne? Nee. Hä? Hier. Bro. Hier, hier. Ja, hier. Das sieht scheiße aus. Das gefällt mir nicht mehr. Ja. Dunkel. Ah, jetzt geht's wieder, okay. Bisschen Türen. Da ist noch mehr. Ja, wir sollten vielleicht nicht gleichzeitig auch machen. Nein. Aber hier geht's noch weiter runter. Na, lass erstmal hier weiter gucken, oder? Ja. Irgendwie ist hier nichts. Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Nein! Nein, Martin! Hä? Hä? Was ist das für eine Funktion hier? Okay. Ja, es tut mir echt leid, Martin. Ich werde dich nicht rächen können, weil ich nicht checke, warum auch meine Türen so funktionieren. Hier ist auch eine zu. Bro. Bro, nein. Lass mich nicht allein. Aber er kommt so auch so random aus dem Nichts. Digga, wie viel Wasser hast du? Hast du einfach gerippt. Bro, nimm halt alles Wasser, was es gibt auf der Welt. Spend doch mal was. Alles gut, da krieg ich mich nicht. Safe, safe. Nope. Abgesehen davon. Weiß ich nicht, ob ich hier weiter. Ich laufe tiefer. Ich laufe tiefer. Bro, was soll passieren? Ah. Es geht nicht mehr tiefer. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, nach was wir überhaupt suchen. Ah. Nein. Damit, ich habe das Level geschafft. Martin, du bist einfach scheiße. Du bist schlecht. Ich lebe wieder. Martin. Ich habe aber nichts mehr, ne? Ey, ich hoffe, hier... Ich hab von deinem Wasser mitgenommen. Digga, ich hoffe, hier liegt jetzt was. Hier ist nichts. Digga, hast du eine Taschenlampe für mich? Ich hab... Na gut. Ich hoffe, die geht noch. Hä? Oh, das ist gut. Nimm noch. Ja, danke. Ja, geht noch. Was ist hier? Stay in the light. Oh nein, das ist nicht geil.